Hannes Wolf, U19-Trainer bei Borussia Dortmund, präsentiert zusammen mit dem DFB-Sportlehrer Ralf Minge entworfene Einheit zum Offensivspiel. In dieser ersten Trainingsform werden das Passspiel und vor allem die wettspielgemäße Ballmitnahme geschult. Der Trainer demonstriert die gedachte taktische Situation. Und wir müssen darüber nachdenken, in welcher Situation habe ich eine Ballannahme, eine Mitnahme. Man neigt dazu, in solchen Übungsformen das statisch zu machen oder aus dem Geraden anlaufen. Das möchte ich nicht. Ihr habt jetzt gleich die Möglichkeit, die vier Diagonalen zu laufen. Das heißt, wenn du den Pass gleich gespielt hast und nachgehst, dann ist das eine Diagonale, aus der du in das Feld kommst. Die Diagonale hier oder sogar die beiden hinteren Diagonalen, was auch etwas mehr Laufarbeit bedeuten würde. Ich möchte aber alle vier sehen. Der Ball wird immer im Uhrzeigersinn gespielt. Die Passempfänger laufen in das Zielfeld ein und nehmen den Ball in ihre Bewegung mit. Entsprechend der simulierten Spielsituation soll das Zuspiel in den Vorlauf und auf den gegnerfernen Fuß erfolgen. Die Ballmitnahme ist spielgemäß aus der Bewegung und variiert je nach Vorgabe und gedachter Spielsituation. Mit der Zeit arbeiten die Spieler immer präziser. Der erste Kontakt erfolgt mit einer genauen Vorstellung, mit welchem Fuß der nachfolgende Pass gespielt werden soll. Der Trainer fordert darüber hinaus immer druckvollere Pässe. Und wir erhöhen den Druck. Höherer Passdruck bedeutet mehr Zeit für meinen Mitspieler. Das heißt Tempo da rein. Jawohl. Die Zeit, in der der Ball gespielt wird und anrollt, kann der Passempfänger nutzen. Er orientiert sich mit einem kurzen Blick in Spielrichtung schon vor dem Erhalt des Balles, wie die Spielkonstellation vor ihm gelagert ist. Jetzt weiß ich, ich spiele darüber. Im Spiel kann es aber sein, dass dieser Pass nicht geht. Ja, und dass ich dann eine Alternative brauche. Das heißt bitte ganz bewusst kurz vor der Aktion schon da orientieren, ja, wie es weitergehen kann. Und los geht's wieder. Hannes Wolf erläutert auch Details zum Passspiel und die erste Variation. Wenn wir uns jetzt einen Pass angucken, wie der funktioniert, man hört ja immer, wir sollen uns das Fußgelenk festmachen. Ja, ein Pass fängt aber oben an, das heißt, er wird über den Oberkörper eingeleitet, der Impuls geht dann bis nach unten durch und nur der letzte Impulsübertragung, die funktioniert über den Fuß, über die Feststellung des Fußgelenks. Okay, das heißt wirklich aggressiv mit dem Oberkörper arbeiten, aus der Dehnung die Vorspannung in der Hüfte entwickeln, um dann in den Ball reinzukommen. Die Oberkörperposition, man sieht immer wieder, dass wir hinten aus der Körperlängsachse kippen. Das bedeutet, dass ich unten weniger Kontrolle habe und es bedeutet aber vor allem, dass meine Folgeaktion länger dauert. Das heißt, mein Oberkörper ist permanent in den Pass leicht vorne aus der Körperlängsachse gekippt, um unten sauber spielen zu können. So, wir verändern die Übung etwas. Wir haben jetzt eine Situation, wir simulieren einen Gegenspieler, gehen wir bitte hier in das Feld. Und du machst die Aktion aus dem diagonalen Anlaufen. Das heißt, wir simulieren jetzt gleich, ohne dass da jemand steht, einen Gegenspieler in dieser Position. Das Hütchentor simuliert seine Reichweite, um nach außen den Ball zu attackieren. In dem Moment, wo ich da weiterspielen möchte, es gibt es ja durchaus auf jeder Position, dass ich um jemanden rum muss, um weiterzuspielen. Dass dieser Passweg blockiert ist. Und das kann ich mir holen in zwei Richtungen. Entweder breche ich wieder zurück aus in Passrichtung. Oh, dann will ich noch, stopp. Ich hätte gerne noch mal einen Pass. Und los geht's. Zurück in Passrichtung, genau. Und umspiele dann. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, also erstmal möchte ich natürlich, dass du Gegenspieler entfernt anspielst. Wenn wir hier reinkommen, möchte ich jetzt den Ball auf den rechten Fuß sehen. Ja, die andere Möglichkeit ist, hintenrum aufzudrehen, das heißt eine kurze geschlossene Spielstellung zu nehmen, den Gegenspieler hier mit dem Körper aufzublocken, ohne jetzt, dass wir einen Kontakt haben, hier rauszudrehen, hintenrum rauszudrehen und dann weiterzuspielen.
kommt auch direkt die nächste Stufe des Passspiels. Das heißt, ich muss aus verschiedenen Richtungen verschiedene Winkel spielen. Hier noch einmal die beiden Möglichkeiten, mit dem ersten Kontakt einen Gegner zu umspielen. Mitnahme des Balles in die Richtung, aus der der Ball kommt. Oder die sichere, geschlossene Mitnahme auf der anderen Seite des stellenden Gegners. Anders als zuvor dürfen die Spieler daher nun nicht mehr durch das Hütchentor mitnehmen, das direkt zum nächsten Zielfeld liegt, sondern nur noch durch eines der beiden seitlichen Hütchentore des Zielfeldes. Die nächste Trainerkorrektur betrifft wieder die Ballmitnahme. Was man sieht, ist, dass in unseren Ballannahmen jetzt relativ viele Bälle weggehen, dass sie ticken. Wie sieht so eine Ballan- und Mitnahme eigentlich aus? Sie wird eigentlich immer durch den Oberkörper eingeleitet. Meine Fußhaltung, meine Fußposition ist gerade, wenn ich jetzt hier nach vorne weggehe, dann mache ich eine Bewegung von hinten oben leicht nach vorne unten. Leicht nach vorne unten, um dem Ball einen leichten Unterschnitt zu geben. Leichter Unterschnitt hier rein, natürlich jetzt hier mit dem linken Fuß, um hier in die Bewegung zu kommen. Damit kann ich ihn erstens nach unten regulieren, das heißt, ich finde ein Ticken des Balles, und zweitens kann ich darüber wunderbar kontrolliert diese 1-2 Meter, die ich hier brauche, nehmen, um damit Geschwindigkeit nachzugehen. Wir drehen jetzt in der nächsten Form die Richtung. Was wir noch einbauen als zweiten Schritt, ist eine weitere Variation des Passes. Das heißt, wir bekommen den Ball, nehmen ihn mit, und jetzt habe ich die Möglichkeit, gerade beim langen flachen Pass, den Ball mit dem Spann zu ziehen. Kannst du das bitte einmal zeigen, diese Form, den Ball seitlich mitnehmen und dann mit dem Spann der gezogene Ball über den Boden. Genau diese Form. Das heißt, mit dem Oberkörper reinkippen, auch wieder mit dem Spann richtig festmachen und dann den Ball über den Boden regulieren, leichter Unterschnitt. Variabel, beide Formen vom Passspiel möchte ich sehen. Die Ausführung der meisten Spieler ist allerdings nicht mehr ganz korrekt. Die Aufgabenstellung ist für sie eine Herausforderung. Der Trainer korrigiert erneut ein Zuspiel. Du hast den Pass jetzt gespielt auf den linken Fuß. Was würdest du im Spiel als Stelle des Abwehrspielers machen bei dem Pass? Okay, also ihr habt es nicht gehört, aber er sagt, ich würde ihn sensen. Das würden wahrscheinlich die meisten tun. Das heißt, dieser Pass hier, Gegenspieler ist da, der ist simuliert hier nur durch das Hütchentor. Das kommt später in Spielform noch. Er wird nicht funktionieren. Das ist immer das Signal, den Ball voll zu attackieren. Und das sind die Pässe, die auch richtig wehtun. Dem möchte ich mich aber entziehen. Ja, und dafür ist es vonnöten, dass ich hundertprozentig genau in letzter Präzision den Fuß treffe. Ja, hier ist ein Gegenspieler, haben die Anlaufposition zum Beispiel hier aus der Diagonalen, öffnen hier die Situation, bekommen den Ball, können uns hier entziehen und dann sauber weiterspielen. Die nächste Korrektur betrifft wieder die Mitnahmerichtung. Wir gehen jetzt hier zurück in Passrichtung raus oder hinten raus. Okay, nicht mehr den Weg direkt zum Mitspieler, der ist blockiert. Weiter geht's. Nun folgt die nächste Variation. Der Passweg ist blockiert. Ich habe jetzt die Bewegung weg von der Situation, um aber hier wieder abzukappen. Das heißt, ich habe die Situation im Spiel, Position 6 oder Innenverteidiger, komme in die Situation, dass ich eine Seite bespielen möchte, deute das an, ja, sehe, es geht nicht und muss dann die Möglichkeit haben, die Entscheidung zu treffen, die andere Seite zu spielen. Okay? Also hier Abkappbewegung und dann wieder mit Druck den nächsten anspielen. Die Spieler müssen sich an die neue Aufgabe herantasten. Die Qualität ihrer Ausführung ist nicht optimal. Meine Bewegungen werden über den Oberkörper eingeleitet. Das heißt, wenn ich die Ballmitnahme habe, hier in die Richtung, dann kippe ich im Oberkörper schon dahin, bringe den Fuß über den Ball und gehe hier raus. Die Abkappbewegung funktioniert fast genauso. Ich zeige es einmal in die Richtung. Das heißt, ich komme dann aus dem Abkappen, kippe aber schon wieder hier rein und dann geht der Fuß nach. Dadurch, dass mein Oberkörper die Bewegung eingeleitet hat, konnte ich danach viel schneller wieder in die Bewegung kommen. In dem Moment, wo ich dazu aufrecht bin, wo ich hier vorne bin, brauche ich einfach viel länger. Ja, und ich möchte einfach eine schnelle Aktion. Erster Kontakt hier raus, schnelles Abkappen, schneller Pass. Dass wir die Ballkontaktzeiten minimieren. Und weiter geht's. Die Trainingsform ist so angelegt, dass verschiedene Spielsituations- und positionsspezifische Annahmewinkel trainiert werden können. Hannes Wolf weist darauf hin.
wir trainieren das relativ eindimensional. Eigentlich immer aus der gleichen Richtung. Ja, aber es gibt zumindest noch die Position hier, die Diagonale und normalerweise gibt es auch noch die hinteren Diagonalen und ich möchte alle sehen. Okay, und jetzt hier richtig mal Stimmung rein, 2 Minuten, hochkonzentriert, variabel und richtig Gas geben. Los geht's. Die demonstrierten technisch-taktischen Variationsmöglichkeiten der Trainingsform können auf Spielpositionen angepasst werden, auf verschiedene typische Spielsituationen vorbereiten und als Steigerung später auch mit Gegenspielern ausprobiert werden. Dazu Hannes Wolf. Was wir jetzt noch nicht hatten, was natürlich, was jetzt noch nicht explizit angesprochen war, ist, dass wir natürlich immer auch zu gleichen Anteilen beide Füße trainieren. Das wirklich heißt wirklich die Aufforderung, immer im Wechsel links und rechts zu spielen oder das zu gleichen Anteilen so zu strukturieren, dass das passiert. Ich würde sagen, in allen Mannschaften, aber in der Ausbildung ist es eigentlich sogar Pflicht. So, als nächsten Schritt. Wir haben jetzt einige Techniken, einige Passspielrichtungen hier gemacht. Und jetzt möchte ich, dass wir dazu kommen, dass wir diese Situation variabel anwenden. Sprich, wir haben hier im Feld einen halbaktiven Abwehrspieler. Du bist jetzt hier mein Abwehrspieler, der mit einläuft, um dann eine Richtung abzuschließen. Das heißt zum Beispiel, das Anspiel kommt, spiel mal den Ball und du schließt diese Richtung ab. Ja? Und variabel werden jetzt die verschiedenen Ballmitnahmen angewandt, die verschiedenen Pässe angewandt. Ich möchte jetzt auch den Spannstoß sehen, die wir gerade gemacht haben. Das heißt, wenn er frontal steht, hast du die beiden Möglichkeiten. Wenn er hier abschließt, wirst du nach vorne weggehen. Variabel angewendet, spielnah. Und dass wir wirklich ganz bewusst auch da schon ein bisschen gegen den Mann arbeiten. Mit dieser Variation muss der Passempfänger wieder bereits vor der Ballmitnahme hochblicken, die Spielumgebung erfassen und sich für die situativ richtige Lösung entscheiden. Damit kommen Wahrnehmungs- und Entscheidungsaufgaben in die Übung, die den Ablauf komplexer und spielnäher gestalten. Jetzt baut der Trainer direkt Passmöglichkeiten ein. Das ist soweit angerissen. In der Kombination, das heißt nicht aus dem ersten Kontakt, sondern immer wieder aus dem zweiten, dritten Kontakt, aus den verschiedenen Richtungen und dann eben auch mit Gegenspieler. Jetzt ist es so, natürlich, in dem Moment, wo ich keinen Gegenspieler habe, wo ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel sofort tief zu spielen, ja, oder im ersten Kontakt zu spielen, dann werde ich das tun. Wir werden jetzt noch eine Demonstration zeigen, wie das aus dem Direktpassspiel aussehen kann. Das heißt, wir gehen wieder raus aus dem Feld und das ist mir jetzt besonders wichtig, weil gerade das Klatschen lassen von Bällen fast nie aus dem Stand stattfindet. Wenn zum Beispiel der Stürmer anläuft, der läuft fast immer Diagonalen, der läuft parallel an, ja, der schneidet in die Situation, um dann den Ball klatschen zu lassen für die Reihe dahinter, das heißt für das offensive Mittelfeld, um da weiter zu spielen. Deswegen möchte ich auch das hier nicht haben, sondern immer wieder aus den Diagonalen, aus richtig Tempo auch. Das heißt, wir haben hier eine hohe konditionelle Zusatzbelastung, möchte ich sehen, dass wir die Bälle sauber klatschen lassen. Auch hier ist es so ähnlich wie bei der Ballmitnahme. Die Bewegung geht von hinten oben nach vorne unten. Damit kann ich den Ball nach unten regulieren. Der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Ja, und dann nehme ich hier das Tempo raus. Das funktioniert so. Anspielen, klatschen lassen. Und dann nehme ich den Ball sofort wieder in der Bewegung auf. Vom Druck ist es so, dass wir spielen harter Ball. Also Druck rein, Druck raus, Druck raus, Druck rein. Das heißt, ein deutlicher Unterschied im Druck des Passspiels, dass wir einen Rhythmus haben, immer aus Druck, Druck raus, Druck raus, Druck rein. Ja, dass das Ganze einen Rhythmus bekommt. Ronaldinho hat mal gesagt, jeder hat seine Art zu tanzen und meine schießt Tore. Also Fußball hat durchaus mit Rhythmus zu tun. Dazu wird das Anbieten zum Rückklatscher angerissen. In aller Regel wird das hier nicht passieren, dass ich dich hier anspiele und dann gerade auf dich zulaufe. Ja, das ist eine absolute Ausnahme. Das heißt, nach dem Anspiel werde ich mich irgendwo diagonal absetzen, wieder werde schneiden. Das heißt, hier in die Position kommen, den Ball zurückfordern, um hier sauber weiterzuspielen. Okay, nicht gerade darauf zulaufen, sondern halte die Distanz zwischen euch relativ groß und das geht, indem ich diagonal weggehe. Und weiter geht's. Jawohl. Und ich höre euch immer noch nicht.
In der ersten Spielform überträgt Hannes Wolf die zuvor erarbeiteten technisch-taktischen Anweisungen ins Spiel. Die rote Mannschaft soll ballorientiert Räume verdichten, wobei nur der den Ball stellende Spieler die gedachte Mittellinie übertritt. Die beiden neutralen Spieler mit den gelben Leibchen dienen als Anspielstationen in der Tiefe. Mit methodischen Steigerungen wird der Trainer immer spielnäher. Zu Beginn passen die Angreifer mit den blauen Leibchen immer nur eine Position weiter. So, was wir jetzt für die Roten, das ist natürlich eine gewisse Arbeit, aber so richtige Anforderungen sind da noch nicht drin. Das heißt, nur über dieses Passspiel zum Nächsten, das reicht nicht, um die wirklich in Bewegung zu bekommen. Der nächste Schritt ist jetzt, wie wollen wir unseren Spielaufbau organisieren? Das heißt, wenn ich nur den Nächsten anspiele, dann machen die relativ kurze Wege. Ja, jetzt machen wir als nächsten Schritt, dass wir Positionen überspielen können, ja, dass wir auch zum Beispiel Situationen Innenverteidiger zum Außenverteidiger überspielen und gucken uns dann mal an, was für die Roten passiert. Ja, weil vielleicht müssen sie jetzt ein bisschen mehr machen. Und ihr wollt jetzt nicht unbedingt im Ballbesitz kommen, sondern wir spielen gegen eine organisierte Abwehr. Ihr wollt diese Räume dicht haben. Ihr schiebt dagegen, verschließt die Passwege, ja, macht ein bisschen Druck auf den Ball, so wie das eine organisierte Mannschaft macht. Ihr werdet nicht hier drauf stürzen und unbedingt hier vorne den Ball gewinnen wollen. Und weiter geht's. Durch das Überspielen einer Position wird das Passspiel noch schneller. Die verteidigende Mannschaft muss schneller verschieben. Die nächste Verbesserung betrifft das Andribbeln und Binden der Verteidiger. Und du bekommst jetzt das Anspiel, und hast dann zwei Möglichkeiten des Andribbelns. Du spielst nicht mehr direkt, sondern nimmst entweder die Möglichkeit hier zwischen die beiden in die Schnittstelle oder die Möglichkeit hier in die Schnittstelle zu gehen. Was wird dann passieren? Wir zeigen es einmal trocken, dribbeln mal drauf zu. Stopp. So, jetzt haben wir hier schon eine ganz andere Situation. Wir haben ihre Organisation schon gestört. Sie werden irgendwann eine Zuordnungsproblematik bekommen. Und wir können das Ganze öffnen. Du hast jetzt die Möglichkeit, entweder selbst rauszudrehen, weil der Winkel ist erstmal ungünstig. Das heißt, du müsstest noch einen Kontakt, Zwischenkontakt nehmen, um den Pass zu spielen. Oder aber die Möglichkeit, über den Dritten das Ganze zu öffnen. Und genau das machen wir jetzt vom Prinzip. Eigentlich können die Roten auch mal den Ball haben, ne? Ja, ne? Doch? Ich glaube schon. Also, Rot ist im Ballbesitz und ich möchte genau dieses Prinzip sehen. Immer wieder Druck drauf zu machen, auf die Schnittstelle. Wir gehen aber noch in unsere Positionen zurück und gucken mal, wie viel jetzt die Blauen arbeiten müssen. Und weiter geht's. Der Trainer gibt einen wichtigen Hinweis, wann man sich für das Überspielen einer Position oder für einen kurzen Pass entscheiden soll. Stopp, Ball nach außen. So, guckt es euch an. Der rechte Innenverteidiger, das heißt zwar simuliert, ist ja noch nicht ganz positionsspezifisch, ist jetzt raus. Guck dir das Spiel mal an und sag mir mal, ich sag's dann vielleicht laut, wo muss der Ball jetzt hin? Ja, also sagt entweder überspielen, das heißt, hier haben wir eine Ballung, das heißt, wir wollen da raus. Wenn die Gegner sich jetzt so verhalten, das heißt, hier die Position Zentrum ist nicht abgedeckt, für dich ist der direkte Pass kaum möglich, da würde ich aber sagen, muss der Ball jetzt hin. Das heißt zum Beispiel, kurzes Anspiel, sofort tief. Okay, wenn du jetzt noch ein bisschen reinkommst, ja, so wie du eigentlich stehen müsstest, gebe ich dir recht, dann würdest du überspielen. Hier siehst du die Ballung, um dann auf der Seite weiterzuspielen und da Druck zu machen. Dazu ein weiterer Trainerhinweis. Es ist überhaupt kein Problem im Defensivbereich. Ich brauche auch als Defensivspieler eine gewisse Risikobereitschaft. Dass ich da jetzt natürlich nicht in den Mann dribbel und drei Übersteiger mache, um da hier ihn auszuspielen, ist auch klar. Aber wenn ich hier andribbel und habe den Ball hier Gegenspieler entfernt, ist das überhaupt kein Problem. Ja, ich werde ihn jetzt nicht in Infight gehen und hier mit ihm hier kämpfen, aber hier anzudribbeln, um die beiden zusammenzuziehen, das möchte ich sehen. Und das machen wir jetzt noch nicht. Okay, wir lösen es jetzt weiter über Passspiel und die schieben ein bisschen und das reicht. Okay, weiter geht's. Mit Hilfe des Andribbelns werden zwei Verteidiger zum Schließen einer Nahtstelle gezwungen, wodurch der Defensivverband enger zusammenzieht und die Breite des Raumes nicht mehr so effektiv abdecken kann. Erfolgt jetzt das Überspiel einer Position, dann kann der Passempfänger entweder selbst in den freien Raum stoßen oder es ergeben sich Lücken für den tiefen Pass, wenn sich die Verteidiger zur neuen Ballposition umgruppieren müssen. Die nächste Korrektur betrifft die Rückpassstationen.
Ich dribble zum Beispiel hier auf die Schnittstelle an und spiele den Ball raus. Wie wird es weitergehen? Was werde ich wieder machen? Genau, sofort die Auflösungsmöglichkeit nach hinten bieten. Das heißt, wenn ich jemanden anspiele, die vordere Linie vor mir anspiele, muss ich immer sofort die Möglichkeit geben, nach hinten wieder aufzulösen. Das ist ein hochaktiver Prozess, ja, weil es kann schon einen Unterschied machen, wenn du jetzt Druck machst, wenn ich dann hier so locker rauskomme und durch meine Körpersprache signalisiere, spiel mich vielleicht an, aber eher nicht. Ja, sieht man ja sehr oft. Dann hat mein Mitspieler oft ein Problem. Und genau das möchte ich nicht. Ein hochaktiver Prozess, sich hier selbst schon wieder in eine offene Position zu bringen. Und wir kommen wieder zu dem Blick auf die andere Seite. Kurz orientieren, was passiert da hinten eigentlich, um dann weiterzuspielen. Wir wechseln nochmal den Ballbesitz. Und Blau, ihr dürft jetzt Positionen wechseln. Das heißt, ihr dribbelt an, löst Positionen auf, um sie dann neu zu besetzen. Im Anschluss an diesen Hinweis folgt die nächste Steigerung. Die Spieler rochieren aus ihren bisher statischen Positionen. Dadurch ist es für die Abwehr noch schwieriger, sich auf die Gegenspieler einzustellen und mögliche Anspielstationen aus dem Spiel zu nehmen. Im nächsten Schritt wird auf die je 5 Hütchentore gespielt. Wir spielen eigentlich eine relativ realistische Situation für den Spielaufbau. Das heißt, wir haben eigentlich immer wieder eine Überzahl 6 gegen 4. Jetzt ist es entscheidend, wir wollen in die Tiefe. Das heißt, wir wollen nicht nur den Gegner zusammenziehen, sondern wir wollen auch die Passwege ins Zentrum, in die Tiefe öffnen. Das heißt, die Sechser gehen jetzt mal hinten raus wirklich. Kommt hier hinten raus. Ja, unser Ziel ist es jetzt, durch eines der 5 Hütchentore zu dribbeln. Sind farblich markiert, rot und gelb. Und das heißt, wir versuchen nicht nur über das Andribbeln den Gegner so zusammenzuziehen, dass wir irgendwann hier durchdribbeln können, sondern wir versuchen auch die Passwege in die Tiefe zu öffnen. Okay, aber wir nehmen nicht so eine Risikosituation, sondern wir spielen sie wirklich so hin, dass dieser Pass geht. Und dann treffen wir die Entscheidung, tief spielen, ja, und gehen dann hinterher. Wir spielen das jetzt auch wirklich als Spielform, das heißt, kommt Rot in Ballbesitz, drehen wir sofort. Ja, wobei ihr jetzt nicht den Konter ausspielt und hier reinlauft, sondern macht erstmal wieder organisiert. Und weiter geht's. Die blaue Mannschaft verliert relativ schnell den Ball und genau das soll in der Spielform verbessert werden. Mit Hilfe der vorher demonstrierten Schritte soll sich die Spielaufbaumannschaft sichere Möglichkeiten herausspielen, in den Rücken des organisierten Gegners zu gelangen. Die Inhalte der ersten Übungsform sind dazu ebenfalls wichtig. So, wir haben eigentlich eine wunderbare Situation. Ball ist nach außen geöffnet, Gegner schiebt drüber. Und jetzt geht es einfach darum, das, was wir gerade technisch besprochen haben, wirklich auch zu verstehen, warum das so ist. Ja? Wir haben eine Situation, der Gegner muss den Weg machen. Schon in relativ hohem Tempo, weil der Pass gut ist, weil der hart ist. Ja? Jetzt kommt der Ball von jetzt ein bisschen weich zurück. Das heißt, die machen diesen Weg auf einmal nicht mehr mit 80%, sondern mit 60% Intensität. Wenn ich aber gegen eine organisierte Abwehr spiele, dann geht es einfach darum, den Gegner auch konditionell so zu belasten, dass sie irgendwann nicht mehr nachkommen. Ja, wir nehmen wieder die Spanier, wenn er dann in der 60. Minute schon 150 Mal mit 80% von links nach rechts gelaufen bist. Ja, irgendwann kommst du nicht mehr nach. Irgendwann geht die Konzentration weg. Irgendwann entstehen Lücken. Die entstehen aber nicht, wenn ich das Spiel anhalte. Ja, wenn ich dem Gegner erlaube, einfach nur zu stehen, 3-4 Meter links und rechts zu machen, ohne konditionelle Belastung. Wir haben es in dem Halbfinale gesehen, da waren dann bei den Deutschen, war es dann teilweise so, dass sie, wenn sie den Ball dann hatten, noch so kaputt waren vom Hinterherlaufen, dass sie dann relativ schnell auch wieder zurückgegeben haben. Okay? Weiter geht's. Und Druck drauf. Und wieder öffnen. Gut, besser. Und hinten wieder auflösen. Und andere Bälle. Und jetzt geht's. Jawohl. Genau. Das eingeforderte Prinzip ist, nicht auf Möglichkeiten zu warten, sondern sie aktiv herbeizuführen. Immer wieder die Schnittstellen öffnen, nicht auf Situationen zu warten, sondern sie zu kreieren, sich zu holen, ist das Prinzip.
Abschließend spielen die beiden Mannschaften 11 gegen 10. Der Trainer stellt die Mannschaft in die gewünschte Formation. Das heißt, wir müssen eine Grundorganisation erarbeiten. Wir spielen gegen einen Stürmer. Gegen einen Stürmer, das heißt für unsere Innenverteidiger, wir werden breit stehen, wir werden höher stehen. Kommt da raus. Raus da, raus da. Wir werden über die beiden äußeren Abwehrspieler die Flügelstürmer des Gegners mit nach hinten nehmen. Das heißt, wir stehen aus der Position Außenverteidiger beide hoch. Das passt einigermaßen. Die beiden Sechser stehen etwas enger und versetzt, in der Tiefe versetzt. Ja, das ist jetzt fast eine Höhe. Machst mal ruhig hier den etwas offensiveren Part und du kommst noch ein Stück rein. Okay. Haben hier den, das ist für mich immer so ein Schleicher, der Zehner. Ja, der schleicht hier zwischen den Stationen. Der versucht immer so ein bisschen zu gucken, dass er sich in den Regionen zwischen Abwehr des Gegners und Mittelfeld bewegt. Hat da auch viele Freiheiten. Ja, dass auch die Organisation passt. Die beiden offensiven Außen auf die Abseitslinie und komplett breit. Und wir kommen hier aus der Sturmposition erstmal tief, um die Aufmerksamkeit der Abwehrspieler zu teilen. Das heißt, sie müssen permanent den Ball sehen, aber auch über die Schulter gucken, wo ist er eigentlich? Und dann kannst du wunderbar hier reinstechen und dich am Spiel beteiligen. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir spielen die Angriffe für Rot aus und machen es dann so, wenn Schwarz den Ball gewinnt, habt ihr die Möglichkeit, einen Konter zu spielen. Was aber für euch heißt, dass ihr jetzt nicht den Ball ruhig macht, hintenrum spielt, sondern ihr spielt dann nach vorne, schnellster Weg zum Tor. Ja, weil die Gefahr ist, und das, was die Deutschen zum Beispiel bei der WM sehr, sehr stark praktiziert haben, eine organisierte Abwehrreihe zu bilden und dann über die Umschaltspieler schnell nach vorne zu spielen. Das heißt, wenn ich darüber rede, einen organisierten Gegner durch meinen Ballbesitz zu knacken, ihn herzuspielen, dann muss ich auch immer darüber reden, wie behalte ich eigentlich meine Organisation, falls ich den Ball verliere. Ja? Und das ist für mich ein entscheidendes Kriterium, das kriegen wir da rein. Ihr spielt gegen die stehende Abwehr, wenn ihr den Ball gewinnt, wollt ihr zum Tor. Im laufenden Spiel gilt es nun, die einstudierten Elemente mit konkreten Spielsituationen zu verknüpfen, sodass die Spieler lernen, wann sie welches Angriffsmittel einsetzen können. Der Trainer zeigt zum Beispiel, wie der Innenverteidiger das Andribbeln nutzen kann, um Überzahl am Flügel herzustellen. Mach den Weg mal richtig mit Tempo drauf zu. Okay, stopp. Und wenn ihr es jetzt gut spielt, das heißt, du könntest jetzt schon den Weg wieder nach vorne machen, ist im nächsten Schritt ein 2 gegen 1 am Flügel, ohne dass wir hier ein erhöhtes Risiko gegangen sind. Du spielst dann den Ball raus und gehst wieder hinten weg. Kein erhöhtes Risiko, aber 2 gegen 1 am Flügel, im nächsten Schritt Torchancen erarbeiten am Flügel. Und du hast es eingeleitet. Okay? Voraussetzung dafür ist, dass die Innenverteidiger, wie bei der Herstellung der Grundformation, vom Trainer gefordert Anschluss zum Spiel halten und sich nicht zu weit nach hinten absetzen. Eine weitere Möglichkeit, einen sehr weit verschobenen Gegner zu umspielen, ist der Diagonalball. Der hier gezeigte Versuch scheitert an der Ballmitnahme. Der mitgelaufene Außenverteidiger hätte den Ball sicher mitnehmen können. Hier kommt der Sechser zwischen die Innenverteidiger und nimmt sich dadurch als Anspielstation zwischen den gegnerischen Reihen aus dem Spiel. Der Trainer korrigiert dies. Wenn wir jetzt einmal zum Sechserverhalten gehen, du machst jetzt Folgendes, du lässt dich hier fallen, spielst eigentlich im Endeffekt spielen wir jetzt eine Fünferkette. Wir nehmen uns damit aber die Anspielstation im Zentrum. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Level, dass wir hintenrum, das ist alles ganz nett, dass wir aber die Tiefe nicht finden. Komm mal bitte hier in die Formation, in der Formation des Gegners anbieten. Wir kreieren mal eine Situation aus dem Zentrum. Das heißt, wir spielen die Situation zum Beispiel, Sechser wird angespielt, die stellen wir jetzt einmal, lässt den Ball nur klatschen, das heißt, er macht den Weg frei, weil du wirst mitkommen und öffnet damit das Anspiel auf den Stürmer. Okay, die Situation möchte ich einmal gespielt haben, rausziehen, klatschen lassen, Ball auf den Stürmer, hier den ersten Ball zulassen und dass wir dann die Angebote machen aus der Reihe dahinter, das heißt wieder Sechser, Zehner, um den Ball hier klatschen zu lassen in der vorderen Reihe, weil wir müssen irgendwo eine Struktur finden, um Richtung Tor zu kommen. Wir spielen jetzt ganz gut hinten rum, aber wir wollen nach vorne spielen. Okay, los geht's. Der gezeigte Angriff nach dem Steil-Klatsch-Prinzip gelingt mit dem Überspielen einer Linie und dem tiefen Pass nach einem Rückklatscher. In dieser Szene geht der Ball bei der Ballmitnahme verloren.
Der Trainer erinnert an die erste Trainingsform. Also was wir jetzt sehen, wir haben vorhin eine trockene Passübung gemacht. In dieser Übung lief es eigentlich, denkt man, so ganz gut. Ja, trotzdem sind hier immer noch leichte Unsauberkeiten im Passspiel. Das ist auch bis auf Top-Niveau völlig normal. Ja, nur wir wollen es einfach minimieren. Es sind Welten, wenn ich hier einen Gegenspieler habe, als Offensivspieler. Ja, ob du mir den Ball jetzt genau hier in den Fuß spielen kannst, wenn der Pass geht, oder ob der tickt. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn du hier vorne anspielst, kennst du schon meine Aktion. Du kennst schon meine Aktion und musst mich in eine Position bringen, dass ich die spielen kann. So, wir lassen jetzt mal, ist etwas ungewöhnlich die Maßnahme, damit wir diese Situation nach vorne kriegen, dass ihr diesen Pass auf den Stürmer, auf diese beiden Positionen, den ersten Ball nicht hundertprozentig attackiert. Ja, sobald er gespielt ist, sobald er weitergespielt hat, geht es wieder richtig los. Ja, weil ich will diese Tiefe erstmal im Zentrum haben, gleich gehen wir dann in die Situation am Flügel. Die Einschränkung des Defensivverhaltens ist eine deutliche Erleichterung für die angreifende rote Mannschaft, um tiefe Pässe im Zentrum zu erreichen. Dennoch suchen die Spielaufbauspieler noch immer nicht das Zentrum. In diesem Fall wird der Ball ins Seiten ausgepasst. Der Trainer korrigiert. Von der Tiefenstaffelung von den beiden Offensiven bei uns. Ihr steht jetzt fast permanent auf einer Höhe. Das heißt, mein Zehner spielt eigentlich schon einen zweiten Stürmer. Ja, wir brauchen aber die Anspielstation dahinter. Jetzt war es gerade so, dass sie relativ breit stand. Das heißt, der komplette Zwischenraum zwischen linken Innenverteidiger und linken Verteidiger des Gegners ist offen. Ja, wenn das der Fall ist, komm noch mal ein Stück da raus, dann werde ich diesen Ball spielen. Wenn der geht, in den Zwischenraum spiele ich den. Und in dem Moment, wo der Ball ankommt, sofort ein Sechser direkt oder Sechser oder Zehner dahinter, ja, und der andere macht das Angebot hier wieder in dem zentralen Bereich. Ja, dass wir dann hier weiterspielen können. Aber wenn ich tief spielen kann, dann tue ich das. Ja, und eine bessere Situation, Stürmer anzuspielen, mach mal den Weg, ja, die kriege ich kaum. Und jetzt habe ich eine Situation, dass ich in der Defensivformation des Gegners bin, dass ich da eine Torchance kreieren kann. Ja, ihr seid hier die modernen Spielmacher. Wenn ihr irgendwo was hakt, dann geht es nicht mehr weiter. Das heißt, eure Aufgabe ist es hier, das Spiel zu leiten, das Spiel zu organisieren. Auch dieser Angriff erfolgt nicht durch das Zentrum, ist aber konsequent und schnell gespielt. Der Trainer bezieht sich auf diese Situation, um ein weiteres Prinzip des Angriffsspiels vorzustellen. Mein Ziel ist es, wenn ich über den Flügel spiele, meinen Außenspieler in eine Situation zu bringen, das kann der Außenverteidiger sein, das ist aber vor allem der Außenstürmer, dass er in einer offenen Position andribbeln kann, frontales 1 gegen 1. Was jetzt passiert ist, dass ich über diese Seite mitkomme. Komm mit. Ja? In dem Moment, wo du mitkommst, müssen die beiden sich jetzt entscheiden. Das heißt, bleibt er hier, spiele ich dich an, geht er mit raus, musst du jetzt kommen. Ja, und wir haben hier schon eine Zuordnungsproblematik, aus der ich weiterspielen kann. Das ist mein Ziel, wenn ich über außen spiele. Diese Situation zu kreieren und dann durchzubrechen. Entweder über die Kombination über außen oder, wenn es geht, im Dribbling aus der Position in den 16er. Ja, das war jetzt genau die Szene, die wir gespielt haben und die ist gut. Ja, daraus kann was entstehen. Aufgabe von der ballfernen Seite ist dann wieder einzurücken, das Ganze aufzufangen. Das heißt, auf der Ballseite gehen beide mit. Wir spielen das komplett zu Ende. Natürlich auch wieder in der Tiefe gestaffelt. Ja, aber wir spielen es da zu Ende und fangen es über die andere Seite auf. Nochmal im Zentrum, eigentlich ein ähnliches Prinzip, was unglaublich schwer zu verteidigen ist, wenn ich es schaffe, zwischen Abwehr und Mittelfeld des Gegners zu kommen. Wenn ich es schaffe, in eine Position mich zu spielen, dass ich hier auf die beiden zudribbel. Ja, das heißt, zum Beispiel kann das so aussehen, wenn wir hier mit dem Zehner spielen, dass du hier den Sechser rausnimmst. Das heißt, nimm mal den Ball. Das heißt, du bist hier in dem Raum mit dem Sechser. Geht mal hier rein. Jetzt haben wir hier aber noch, unseren Sechser, der nicht im Ballbesitz ist. Wenn du jetzt diesen Raum öffnest, mannbindend Raum öffnend heißt das Ganze, öffnest, spielst an, ein Sechser kann sich einschalten, du musst wieder auffangen. Und dass wir in diese Situation kommen, im Zentrum darauf zuzudribbeln, sie zu ziehen, hier wieder eine Zuordnungsproblematik zu erstellen und können dann entweder über den Stürmer den Ball stecken oder, wenn wir den Außenverteidiger gezogen haben, nach außen spielen. Dass wir diese Situation uns holen, im Zentrum darauf zuzugehen, diese Räume zu schaffen oder über außen unseren Außenspieler einen der beiden Außenspieler freizukriegen, um dann dementsprechend über außen anzudribbeln, immer mit dem Ziel, irgendwann in den Rücken der Abwehr zu kommen. Da wollen wir hin. Das ist der torgefährliche Raum.
Da wollen wir hin. Die Gefahr eines dominanten, auf Ballbesitz ausgelegten Angriffsspiels gegen eine tiefe Mannschaft ist es, ausgekontert zu werden. Daher muss sofort nach einem Ballverlust Gegendruck auf den Ball hergestellt werden und die eigene Organisation schnell wieder eingenommen werden. Das Spiel der roten Angriffsmannschaft führt immer noch zu keinem Tor. Der Trainer relativiert dies. So, nochmal kurz für alle und natürlich vor allem für Rot. Das, was jetzt hier passiert ist, dass wir aus dieser Situation, ich glaube, wir haben eine richtig gute Situation erarbeitet, aber wir haben netto vielleicht auch nur 12 Minuten gespielt, vielleicht würde ich vermuten. Das ist völlig normal, wenn wir jetzt alle 12 Minuten eine Großchance kreieren können, dann ist das viel. Ja, das heißt, es ist völlig normal gegen eine stehende Abwehr, dass ich relativ wenig Situationen bekomme. Was klar ist, was hieraus auch klar wird, wir reden hier schon über Top-Niveau, über eine U19-Bundesliga. Man sieht, dass dieser Prozess, Chancen zu entwickeln gegen eine stehende Abwehr, unglaublich komplex ist. Ja, und ich denke, dass das ein Teil von Ausbildung sein muss. Natürlich neben dem ganzen Ding defensiv zu arbeiten, die konditionellen Aspekte, dass ich aber auch von klein, oder nicht von klein auf, aber ab dem Alter 14, 15, dass ich ab dem U14, U15-Bereich daran arbeite, wie kann ich eigentlich, was gibt es für Prinzipien als Mannschaft und dann natürlich auch gruppentaktisch, weil es kommen ja auch immer wieder die gruppentaktischen Elemente am Flügel im Zentrum vor, das zu lernen, sich damit zu beschäftigen im Training. Wie kann ich eine stehende Abwehr knacken? Wie kann ich einen organisierten Gegner brechen? Weil die Gegner werden auf Top-Niveau sind so, so gut organisiert, ja, dass es immer schwieriger wird, da Räume entstehen zu lassen. Dafür brauche ich einen Plan, dafür brauche ich eine Strategie, ja, die jeder Spieler verinnerlichen muss, dass jeder auf seiner Position, in der Positionsspezifik genau weiß, was er zu tun hat und wie er dann den nächsten freispielen kann. Und ich kann mich bei der Mannschaft nur bedanken, ihr habt klasse mitgemacht, hat richtig Spaß gemacht mit euch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass ein paar Anregungen dabei waren, die man mit nach Hause nimmt, und dann bin ich zufrieden. Dankeschön.